mein Name ist Marco Chupala und ich bin Projektleiter des Projekts ITS. ITS steht für Infused Thermal Solution. Und es geht darum, ein oder viele Probleme der Raumfahrt zu lösen, die mit Temperaturen zu tun haben. ITS stabilisiert Temperaturen von Raumfahrzeugen, Raumfahrtkomponenten mit Hilfe von Wachs. Und was hilft das? Nun, im Weltraum gibt es extreme Umweltbedingungen. In der Sonne ist es sehr, sehr heiß, im Schatten ist es sehr, sehr kalt. Und Raumfahrtkomponenten, insbesondere zum Beispiel Weltraumteleskope, werden dadurch sehr, sehr stark verformt. Und das kann zu einem falschen Pointing führen. Meistens sind diese Teleskope aber relativ komplex aufgehängt. Und es ist schwierig, da irgendwie vernünftig etwas thermisch dagegen zu tun. Und wir hatten die Idee, das mit Wachs zu lösen. Wir wollten 3D-gedruckte Strukturen mit Wachsen kombinieren. Und zwar sowas doppelwandig machen. Ja, das heißt, wir gucken uns letztendlich die Möglichkeit an, doppelwandige Strukturen zu drucken, damit man keine Zusatzbauteile braucht. Da füllen wir Wachs ein und nutzen das Wachs als Latentwärmespeicher. Das bedeutet, das Wachs speichert die Wärme, wenn es zu heiß ist, und gibt sie wieder ab, wenn es kälter wird. Und das führt dazu, dass während des Orbits die Temperaturen zum Beispiel von Teleskopen sehr, sehr stark stabilisiert werden. Und das erforschen wir nun hier an der FH, in unserem Fachbereich, und testen das Ganze thermisch, testen das Ganze mechanisch und wollen nachweisen, dass man solche Komponenten tatsächlich sinnvoll für die Raumfahrt verwenden, benutzen und brauchen kann. Und wenn uns das gelingt, könnte die nächste Generation von Weltraumteleskopen deutlich stabiler und deutlich genauer gucken.